hat Dr. Michael Fuchs von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin jetzt 15 Jahre hier im Hohen Hause, meine letzte Legislaturperiode und das ist auch wohl dann meine letzte komplette Sitzungswoche. Und wenn man 15 Jahre hier ist, dann fängt man ja an, so ein bisschen zurückzudenken, wie war das denn im Jahre des Heiles 2002, als ich hier hinkam. Die Situation war weit, weit schlechter als heute. Deutschland wurde als der kranke Mann in Europa bezeichnet. Der Economist schrieb, ein Riese geht in die Knie. Wir hatten 4,1 Millionen Arbeitslose. Das wuchs dann aber bis 2005, solange hat Schröder seine Kanzlerschaft gehabt, dann auf 5 Millionen auf. Die Arbeitslosenquote war bei 10%. Haushaltsdefizit des Bundes bei 3,9%. Wenn man das mal alles so sieht, dann haben wir natürlich auch die Maastricht-Kriterien gebrochen. Wir waren hierbei mit den Franzosen die Ersten, die das gemacht haben. Und dann kam Schröder. Und er war vernünftig. Er hat erkannt, das kann nicht so weitergehen. Und hat die Agenda 2010 gemacht. Und Sie verweigern heute, die Vaterschaft zu dieser Agenda 2010 anzuerkennen. Es ist doch ein Trauerspiel. Es ist doch ein Trauerspiel, dass Sie jetzt hingehen und versuchen, da wieder Dinge zurückzudrehen, weil Sie glauben, nur damit mit den Linken überhaupt eine Koalitionsbasis zu finden. Das ist doch der einzige Grund, weswegen Sie das machen. Machen Sie uns nichts vor, Ihr Arbeitslosengeld Q ist Q wie Quatsch. Das lassen wir einfach sein, das brauchen wir nicht. Wir müssen im Gegenteil auf dem Weg der Agenda 2010 fortfahren. Das macht Sinn. Heute ist die Situation ja nun wirklich deutlich besser. Wenn ich mir das so angucke, dann haben wir gerade mal die Hälfte der Arbeitslosigkeit von Herrn Schröder. Wir haben 44 Millionen Erwerbstätige. Wir haben 32 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Wir haben fast alle unsere Sozialsysteme in guten, ja sogar in exzellenten Strukturen mittlerweile. Wir könnten theoretisch, und das sollten wir dann auch tun, beispielsweise beim Arbeitslosengeld runtergehen. Wir können die Versicherungshöhe senken, sicherlich auf 2,7 oder vielleicht sogar auf 2,6. Das ist gut. Und wir haben, Herr Spinrath, Sie haben es gerade eben angesprochen, die mit weitem Abstand niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa. Und darauf bin ich ganz persönlich sehr stolz. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn junge Leute keine Perspektive haben, wie das leider in vielen anderen Ländern der Fall ist. Wir werben in meinem Arbeitsamtsbezirk bzw. Agenturbezirk mittlerweile für französische Jugendliche, denn wir haben null Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen in meinem Wahlkreis. Und das ist eine tolle Sache. Wir haben aber 600 offene Stellen im Handwerk. Und das ist ein bisschen besorgniserregend, meine Damen und Herren. Das kann nämlich sehr schnell dazu führen, dass wir die Facharbeiter später nicht haben. Darüber wird sich der nächste Bundestag ganz sicherlich Gedanken machen müssen. Und wenn ich das sehe, dass wir in der gesamten Legislaturperiode keine Neuverschuldung gemacht haben, dann ist das auch ein sehr, sehr positives Resultat der Politik von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble. Wir haben eben keine Politik mehr gemacht, so nach dem Motto, Kinder haften für ihre Eltern. Das ist auch der richtige Weg, den wir gegangen sind. Das muss so bleiben. Und die große Mehrheit in unserem Land, die merkt das. Die spürt, dass der Aufschwung bei ihnen angekommen ist. In den letzten Jahren hat es erhebliche Nettozuwächse gegeben, endlich mal Nettozuwächse. Das merken die Leute. Ich hatte vor kurzem das große Vergnügen, italienische Senatoren hier zu haben. Und das Erste, was sie mir gesagt haben, vogliamo avere i vostri problemi. Sie würden gerne unsere Probleme haben. Wenn man sich das in Italien anguckt, sieht die Situation komplett anders aus. Und genau das sollten wir auch mit Stolz sagen dürfen. Wir haben in vielen Bereichen sehr vieles getan. Zum Beispiel hat der Sozialetat mittlerweile 55,8% angenommen. 55,8%, so hoch war der nebenbei noch nie. Und wenn Sie die mittelfristige Finanzplanung sich angucken, dann wächst er auf 58% auf. Dann muss es aber auch irgendwann mal gut sein. Und dann davon zu reden, wir betreiben Sozialabbau, das ist schlicht Unsinn. Ich wünsche mir hierbei auch ein Stück mehr Fairness im Wahlkampf. Ich ärgere mich enorm, wie unsere Erfolge
manchmal heruntergeredet werden, wie einer, der hinläuft und sagt, hier ist alles schlecht, hier ist ungerecht, wir brauchen mehr Gerechtigkeit. Fakt ist, Deutschland ist eine gut funktionierende soziale Marktwirtschaft, ein funktionierender Rechtsstaat und eine funktionierende parlamentarische Demokratie. Das sollte kein Demokrat in Abrede stellen. Zugegeben, Anschläge auf die Demokratie finden zurzeit in vielen Teilen der Welt statt. Aber ganz sicher nicht in Deutschland. Anschläge auf die Demokratie in Deutschland, überhaupt darüber zu reden, das ist schon sehr, sehr bezeichnend. Meine Damen und Herren, wir müssen aber die Reformen fortsetzen. Denn die berühmten exogenen Faktoren, die können sich ganz schnell in die andere Richtung bewegen. Ich nenne mal drei. Wir haben einen sehr günstigen Euro-Dollar-Wechselkurs. Das befürworte ich, das ist schön für uns. Unsere Wirtschaft profitiert davon, der Export läuft. Aber das ist nicht für Gott gegeben. Wir haben einen niedrigen Öl- und Gaspreis. Ich erinnere mich, vor 4 Jahren war der Dollarpreis für ein Barrel bei über 100, jetzt liegt er bei 45. Und wir haben auch ansonsten niedrige Rohstoffpreise. Und wir haben natürlich auch, und das ist ebenfalls positiv für die Wirtschaft, sehr niedrige Zinsen. Ob das immer so bleiben kann, das weiß ich nicht. Es gibt aber auch zunehmend Gefahren in unserem Umfeld. Der Protektionismus, der auch aus Amerika kommt, der bereitet mir schon ein Stück weit Sorge. Und wir müssen aufpassen, dass das nicht nachher in eine völlig falsche Richtung geht. Und wenn Sie hören, was da mittlerweile von Herrn Ross bei Stahl geplant wird, dann macht mir das Sorgen, denn viele unserer Firmen exportieren kräftig nach USA und das ist schon besorgniserregend. Deswegen ist es unsere Aufgabe, über G20 auf der einen Seite, aber auch in der Europäischen Union für freie Märkte zu werben, für freie Märkte zu kämpfen. Und ich bin gerade deswegen sehr froh, und da liegen Sie völlig falsch, Herr Spinrad, dass Angela Merkel mit dem neuen französischen Präsidenten Macron sofort eine Allianz gebildet hat. Das hat sie sehr gut gemacht und das scheint ja auch in Europa schon erste Früchte zu tragen. Sie hat es ja eben selbst in ihrer Regierungserklärung gesagt. Wenn wir es nicht schaffen, die WTO wieder nach vorne zu bringen und auch den Pluralismus im Handel wieder nach vorne zu bringen, dann wird das uns allen schaden, und zwar vor allen Dingen den Ländern, die es verhindern. Und deswegen ist es auch notwendig, dass wir mit den Amerikanern wieder in Verhandlungen eingehen, Europa der 27 in Verhandlungen eintreten, um TTIP nach vorne zu bringen. Das muss dann von mir aus nicht mehr TTIP heißen, damit sich nicht jeder gleich aufregt. Aber es muss weiter verhandelt werden, denn wir brauchen freien Handel mit den USA. Meine Damen und Herren, wir müssen in der EU und insgesamt eine Verbesserung bei der Infrastruktur machen. Volker Kauder hat gestern mitgewirkt bei unserem Gipfel, wo wir über Digitalisierung gesprochen haben. Und da sind mir so ein paar Zahlen gekommen, die mir Sorge bereiten. Die OECD hat gerade eine Analyse gemacht und dabei festgestellt, dass die Glasfaserdurchdringung im Breitbandbereich sehr, sehr dürftig ist. In Japan und Korea ist das schon bei 70%. In der OECD im Durchschnitt bei 18%. Und nun raten Sie mal, in Deutschland bei 1,3%. Das muss uns zu denken geben. Da muss in der nächsten Legislaturperiode ein Schwerpunkt gesetzt werden. Wir müssen auch bei der Telekommunikation auf G5 gehen. Da sind andere schon viel, viel weiter als wir. Und das muss ein Industrieland wie Deutschland ganz schnell umsetzen, sonst sind viele Faktoren nicht mehr möglich. Oder nehmen Sie WLAN-Hotspots. In Südkorea auf 10.000 Bürger 37, bei uns einer. Das sind Zahlen, die können wir nicht verleugnen. Wir müssen sehen, dass wir da hinterherhinken. Und das muss jetzt ganz schnell geändert werden. Und dann muss ich natürlich ein Stück weit etwas zur Energiepolitik sagen. Sie hätten sich auch gewundert, wenn ich das nicht tun würde. Wir brauchen eine bezahlbare, sichere und saubere Energieversorgung. Aber auch sicher muss sie sein. Strom ist in Deutschland weit teurer als in allen westlichen Industrieländern, in unseren Wettbewerbsländern. Das müssen wir sehen. Und es drohen Standortverlagerungen. Der VDMA, die Maschinenbauer, hat festgestellt, dass die besonders energieintensiven nur noch etwa 80% ihrer Abschreibung in Deutschland reinvestieren. Das ist Desinvestition.
Und das kann uns nicht egal sein, weil das am Ende des Tages unter Umständen bedeuten könnte, dass diese Industrien weg sind. Dass Ihnen das egal ist, Herr Hofreiter, das weiß ich. Das gibt mir Anlass, ein paar Abschiedsworte an meine Lieblingskollegen von Grünen und Linken zu sagen. Meine Mitarbeiter haben mich gefragt, ob mir zum den Grünen und den Linken, Herr Bartsch, nicht zum Abschluss irgendwas Nettes einfiele. Ich habe lange nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, inhaltlich nicht viel. Meine Damen und Herren, im Energiebereich wollen Sie Grüne fossile Kraftwerke in Deutschland abschalten. Sie haben es ja eben gesagt. Bevor die notwendigen Netze da sind, bevor wir Speichertechnologien haben. Und dann sollen wir halt den Strom kaufen aus Frankreich, Kernkraftstrom aus Polen, kaufen wir Kohlestrom und aus Tschechien kaufen wir auch wieder Kernkraftstrom. Das ist doch verlogen. Versuchen Sie doch bitte mal zu erklären, wie das ohne fossile Kraftwerke gehen soll, wenn Sie gleichzeitig aus der Kernkraft aussteigen. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister hat so völlig zu Recht gesagt, Sie können nicht gleichzeitig aus Kernkraft und Kohlewirtschaft aussteigen. Das funktioniert nicht. Wir brauchen erst Lösungen dafür. Und dann, weil wir sichere Energien brauchen, und diese sicheren Energien auch nachts oder in der berühmten Dunkelflaute. Meine Damen und Herren, Rückwärtsgewandtheit, Fortschrittsfeindlichkeit und Rezepte von gestern können wir nicht für die Zukunft gebrauchen. Sie, Grüne, verkörpern für mich das genaue Gegenteil von Freiheit und selbstbestimmtem Leben. Sie gängeln die Menschen. Wir brauchen in Deutschland auch keine Besserwisserpartei. Die Bürger brauchen keinen staatlichen Veggie Day. Und sie brauchen auch keine Regierungen wie in Niedersachsen, die vorschreiben wollen, dass man im Internet an Sonn- und Feiertagen nicht einkaufen darf. So ein Unsinn habe ich noch nie gehört, als ob sowas geht. Das ist von Ihrer Partei gefordert worden. Sie können es nachgucken. Oder wir brauchen auch nicht das größte Problem, oder ich sehe das größte Problem nicht darin, dass der Justizsenator aus Berlin sich an allererster Stelle um genderneutrale Toiletten kümmert. Ich meine, wir haben in Berlin ein paar andere Probleme als diese. Man sollte sich schon mit den wirklichen Problemen beschäftigen. Und dann komme ich zum Thema Elektroautos. Und da lacht ja selbst Herr Trittin. Elektroautos, und da kann ich Ihnen nur sagen, wer glaubt, dass wir in der Lage sind, bis zum Jahre 2030 komplett aus den fossilen Motoren auszusteigen, der träumt heftig. Und da kann ich es mir einfach machen. Ich zitiere den Ministerpräsidenten der Grünen. Der Herr Kretschmann hat in einem Gespräch mit Ihrem Kollegen Gastel gesagt, ich zitiere jetzt, wie soll das funktionieren? Ihr habt ja alle keine Ahnung, das sind doch Schwachsinnstermine. Wie kann man denn so ein Zeug verzapfen, Herr Hofreiter? Diesen Worten des Herrn Kretschmann kann ich mich uneingeschränkt anschließen. Sie sehen, ich kann auch einen Grünen loben. Jedem, der es noch nicht getan hat, lege ich ans Herz das Studium dieses Videos. Es erleichtert die Wahlentscheidung und bringt obendrein enormen Spaß. Meine Damen und Herren, jetzt muss natürlich auch noch ein bisschen was zu den Linken kommen. Herr Bartsch, Sie haben es erwartet. Genau. Wenn jemand glaubt, dass wir in Deutschland 75% Besteuerung anfangen könnten, dann ist das einfach Träumerei. Sie wollen den Standort damit leeren, das wird ganz schnell passieren. Die Investitionsentscheidungen werden dahin gelegt, wo keine solche fiskalistische Besteuerung kommt. Und die Einkommensteuer ist die Steuer der kleinen und mittleren Unternehmen. 95% der Unternehmen sind Personengesellschaften und die zahlen die Einkommensteuer. Meine Damen und Herren, aber Sie sehen ja, ich habe auch gefunden, womit sich die Linke wirklich beschäftigt. Sie hat also eine Anfrage gemacht, Drucksache 18/10588, Entsorgung von Feuchttüchern über die Toilette. Das sind die Themen, mit denen die Bundestagsverwaltung aufhalten. Und ich meine, Sie sollten sich mal was Vernünftiges einfallen lassen und nicht so ein Blödsinn. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich bin davon überzeugt, dass Angela Merkel bei dem G20-Gipfel Diverses erreichen wird. Das wird sie tun. Sie wird Dinge umsetzen, die wir brauchen. Und sie wird dafür sorgen, dass wir in eine bessere Richtung kommen. Als Wirtschaftspolitiker, ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren, kann man gar nicht anders, und man muss immer wieder daran erinnern, auf welchen Grundlagen unser Wohlstand und unsere soziale Sicherheit beruhen.
Wie Sie wissen und auch heute merken, streite ich mich durchaus gerne. Aber ich denke doch, dass wir alle darin übereinstimmen, dass dieser politische Streit immer auch der Streit um die besten Lösungen sein sollte. Jedenfalls war das immer mein Ziel dabei. Für mich ist dies die letzte Sitzungswoche, ja wahrscheinlich auch meine letzte Rede in diesem Hohen Hause. Die Tatsache, dass bei einigen im Haus Erleichterung darüber zu spüren ist, macht mich stolz. Ich weiß, dass ich für viele Wirtschaftspolitiker mit dem Hang zum klaren Wort und Meinung als Feindbild getaugt habe. Das ist aber gut so. Also muss es so sein. Liebe Grüne, liebe Linke, liebe SPD, was wäre es für ein Verlust an politischer Kultur in Deutschland, wenn sich der Wirtschaftsflügel der Union nicht mehr mit Ihnen streiten würde? Es muss diskutiert werden, das tun wir. Indem wir gestritten haben, haben wir Parlamentarismus gelebt. Und das hat mir in all den Jahren immer viel Spaß gemacht. Die Zeit im Bundestag hat viel Arbeit gemacht, aber auch Freude. Und manchmal habe ich ja sogar mit dem Grünen, Herr Trittin, an dem einen oder anderen Projekt ganz gut zusammengearbeitet. Und hier möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich natürlich zuallererst bedanken bei meinem Kollegen Kauder, der mich zumindest in den letzten 8 Jahren als stellvertretender Vorsitzender der Fraktion ertragen musste. Ich möchte mich bedanken bei meinen Kollegen Pfeiffer, Nüßlein, Bareis, ich habe nicht gesehen, mit denen ich sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet habe. Das hat Spaß gemacht und ich glaube, wir haben auch in dem einen oder anderen Fall gute Lösungen gefunden. Und ich habe auch Dank zu sagen bei dem Kollegen Heil und bei dem Kollegen Westphal, mit denen wir zusammen und vernünftig nach Lösungen gesucht haben. Manchmal ging es bis morgens um 3. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen allen für die Zukunft in diesem Hohen Hause alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. Ich wünsche natürlich meiner Fraktion, dass sie beim nächsten Mal ein bisschen stärker zurückkommt, als sie jetzt geht. Meine Damen und Herren, jetzt hat es sich in diesem Hohen Hause ausgefuchst. Der Fuchs geht heim in seinen Bau. Lieber Kollege Fuchs, ja, der politische Streit gehört zur Demokratie. Und wenn irgendjemand noch glaubte, dass hier alle Fraktionen und Parteien immer einer Auffassung sei, der ist heute eines Besseren bekehrt worden. In diesem Sinne, politisch zu streiten, wünsche ich Ihnen auch für Ihre Zukunft alles Gute. Als damit